Hallo Slotblock-Freunde, wir digitalisieren weiter, diesmal wie angekündigt kein 132er, sondern einen 124er von TTS, den A112 Scuderia Vesuvio. Ein Auto mit Metallfahrwerk, natürlich jetzt in dem Lieferzustand analog, und das Besondere an dem Auto ist, dass es Frontantrieb hat. Diesen Frontantrieb möchten wir am Ende von dem Video auf dem Oval mal testen. Alle Weichen müssen funktionieren, Rundenzählung muss funktionieren, und wir wollen in dem Auto auch einen Schritt weiter gehen als mit dem Revo-Slot Porsche. Wir wollen Licht einbauen, Frontbeleuchtung und Heckbeleuchtung. Die getrennte Bremsleuchte, die machen wir dann im dritten Video mit einem anderen Auto. Suche ich mir noch eins raus. Zu der Bahn gibt es noch zwei Anmerkungen bzw. Unklarheiten, die mich erreicht haben. Das eine war, ihr seht es hier, der Roland hat einen dicken Bock geschossen im letzten Video. Die Kontrollunit war direkt am Kurvenausgang. Was ist das Problem? Wenn das Auto kommt hier aus der Kurve, ist es nicht 100% gerade, kommt oft über die Fotodiode der Kontrollunit dann drüber und die Runde wird nicht gezählt. Also klassischer Fehler, nie eine Weiche oder die Kontrollunit nach der Kurve platzieren am Kurvenausgang. Hatte ich ja auch schon Videos drüber gemacht und zack, schon ist es selber passiert. Deswegen seht ihr jetzt in dem Video die Kontrollunit korrekt platziert, eine Standardgerade davor. Dann gab es noch Unklarheiten wegen der Spannung. Da noch ein paar Worte dazu. Ich mache es jetzt wieder so und wieder falsch in der Sicht von einigen. An der Bahn ist das 124er Netzteil, sieht man vielleicht da hinten noch im Eck, angeschlossen 18 Volt. Wenn ich mir das Auto nehme, auf der Rückseite steht dann 12 Volt. Gehen wir auf dieses Thema noch mal näher ein. Ich habe aber zu dem Thema schon ausführlicheres Video, verlinke ich euch oben. Aber jetzt noch mal das Wichtigste zusammengefasst. Wir haben 18 Volt auf der Bahn. Das Auto ist für 12 Volt ausgelegt. Erste Meinung, die besteht, wenn ich 18 Volt auf 12 gebe, dann raucht mir der Motor ab. Da habe ich auch von vielen anderen die Rückmeldung, funktioniert einwandfrei, der Motor hält 18 Volt aus. Jetzt habe ich aber im letzten Video gesagt, 18 Volt sind für dieses Auto viel zu viel. Was heißt jetzt das? Damit meine ich nicht, dass das Auto mir jetzt in Rauch aufgeht, sondern dass es unkontrollierbar ist. Das habe ich, glaube ich, auch dazu gesagt. Das ist so schnell mit 18 Volt, dass man keine saubere Runde hinbekommt. Das reißt viel zu schnell an, hat viel zu viel Dampf und macht auch dann keinen Spaß. Jetzt hat man die Möglichkeit, an der Kontrollunit die Geschwindigkeitsstufe runterzustellen. Im Digitalbereich heißt es aber trotzdem, dass die 18 Volt hier anlegen an der Bahn. Somit wird nicht die Spannung runter geregelt, wie beim analogen Fahren. Wenn ich da einfach die Spannung runterregel an meinem Netzteil, dann wird das Auto halt langsamer. Gehe ich mit der Spannung nach oben, wird es schneller. Hier bleiben die 18 Volt und die Geschwindigkeit, die ich an der Kontrollunit einstelle, die landet dann hier, die Geschwindigkeitseinstellung im Decoder. Gehen wir einfach mal bildlich durch, was jetzt passiert. Geschwindigkeitsstufe 3, 18 Volt auf der Bahn. Die 18 Volt kommen auch hier am Decoder an. Das heißt, das Auto könnte immer noch extrem schnell fahren, wäre unkontrollierbar. Jetzt habe ich Geschwindigkeitsstufe 3 an der Kontrollunit eingestellt. Dieses Signal kommt an dem Decoder an. Der Decoder weiß, ich darf ja nur mit der 3er Geschwindigkeitsstufe fahren. Und obwohl das Auto viel schneller fahren könnte, fährt es eben langsamer. Wie jetzt im echten Auto, wenn ihr da einen Limiter drin habt, ihr habt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, ihr stellt 100 ein und ihr geht aufs Gas, dann ist bei 100 Schluss, auch wenn das Auto 200, 250, 300, was auch immer fahren könnte. Genau so ist das Prinzip hier jetzt auch. Also wichtig ist nur zu wissen, die 18 Volt, die sind hier auf der Bahn drauf, auch wenn die Geschwindigkeitsstufe auf 3 steht. Gut, soweit zur Theorie. Was braucht man jetzt in dem Video? Natürlich unser Auto. Decoder hatte ich schon in der Hand. Die Kabel zum Anschluss der Frontbeleuchtung, der Heckbeleuchtung, dann der Fotodiode. Die Dioden natürlich auch, ein Diodengehäuse für die Fotodiode. Trimgewicht hat jetzt mit dem Digitalisieren nichts zu tun, machen wir aber gleich mit. Einen Lötkolben, da reicht für unsere Fälle ein ganz günstiger. Dann habe ich hier noch eine Heißklebepistole liegen. Warum? Die benutze ich, um die Dioden in die Karosserie einzukleben. Danach werde ich dann diesen Kleber schwarz einfärben, sodass das Licht nicht ins Innere des Fahrzeugs reinscheint. Und dann braucht man noch Klassiker, Seitenschneider zum Schneiden der Kabel und Beinchen der Dioden, Schraubenzieher zum Aufschrauben. Und ich habe hier jetzt noch einen 3 mm Bohrer. Da müssen wir mal schauen, wie wir die Löcher rein platzieren für die Dioden. Das machen wir jetzt alles gleich im Video. Und was noch fehlt, das doppelseitige Klebeband zum Befestigen des Decoders im Fahrwerk. Also jetzt lang geredet. Ich hoffe, es war alles bisher schon mal verständlich. Und jetzt geht's ins Basteln rein.
Wenn ihr den Slotblock YouTube-Kanal unterstützen wollt, schaut einfach in den Shop rein. Ich habe euch genau dieses Material zusammengestellt, das ich heute verbaue. Auto, Decoder, Leuchtdioden, Fotodioden und zum Experimentieren Trimgewichte. Alles zum reduzierten Preis. Link zu dem Angebot unterhalb vom Video bzw. oben in der Infobox. Ich habe den Decoder schon mal eingebaut. Wir gehen praktisch jetzt schon im fertigen Zustand mal alles soweit durch und kümmern uns dann schwerpunktmäßig in diesem Video ja um das Licht. Bei unserem A112 habe ich den Decoder im Heck platziert. Ich hatte ihn erst versucht, hier in der Mitte unterzubringen, aber wir haben von der Lexanwanne her hier zu wenig Platz. Das heißt, der Decoder ist dann im Weg. Man wird es zwar einigermaßen hinbekommen, aber spätestens, wenn man dann die Diode reinsteckt, wird es hier eng. Man könnte es schräg probieren, aber die Gefahr ist groß, dass dann der Wackel hier blockiert wird, beziehungsweise es entsteht Druck, wenn dann die Karosserie draufkommt und drückt irgendwie die Kabel runter, dann wäre auch der Wackel blockiert, was wir ja nicht haben wollen. Deswegen ist der Decoder jetzt hier hinten mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Die Anschlüsse sind so, hier hinten geht es raus zum Motor, Plus und Minus. Dann geht es hier auf der anderen Seite laut Anleitung vorne raus. Wenn euch jetzt die einzelnen Anschlüsse interessieren, schaut einfach vom RevoSlot Porsche in das Umbauvideo. Das ist ja in den letzten Tagen erschienen. So, dann auch in dem letzten Video bereits angeschlossen die Fotodiode, die hier im Gehäuse sitzt. Das Gehäuse ist mit Sekundenkleber einfach auf die Platte hier aufgeklebt. Vorher die Platte leicht andauen und vor allem entfetten, dann hält es mit dem Sekundenkleber auch wunderbar. Wichtig ist, an der Stelle auch darauf zu achten, dass hier der Wackel nicht blockiert wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist alles gut, wie in dem Fall. Wir haben hier einen minimalen Abstand. Der reicht aus, dass der Wackel ganz leichtgängig funktionieren kann. Jetzt neu in unserer Baustelle mit dem QX2021 Decoder ist der Anschluss der Beleuchtung. Schauen wir uns erst die Sache am Decoder an. Wir haben hier das weiße und das grüne Kabel, das geht zur Heckbeleuchtung und ihr seht hier, dass die zwei Pins verbunden wurden mit der Litze. Diese zwei Pins sind deswegen verbunden, weil ich Heck- und Bremslicht in einer Leuchtdiode bzw. in den beiden integriert haben möchte. Man kann das noch anders anschließen, machen wir in einem Folgevideo. Dann haben wir vorne gelb und blau, was hier nach vorne geht, ist die Frontbeleuchtung. Um die Beleuchtung zu realisieren, habe ich mir zwei Kabelbäume gelötet. Einmal hier weiß und grün, geht in die erste Leuchtdiode und von der geht es weiter in die zweite. Ich habe beide parallel geschalten, also Plusbeinchen, langes Bein auf langes Bein bei der anderen Diode. Das gleiche bei der Frontbeleuchtung, auch hier, die sind parallel geschalten und ich gehe dann von der Leuchtdiode einmal eben zur anderen und einmal hier in den Decoder rein, in die Anschlüsse für die Frontbeleuchtung. Der Praxistest in diesem Zustand hat auch funktioniert. Weichen schalten, Auto fährt, alles gut soweit. Die eigentliche Herausforderung haben wir jetzt beim Einbau der Beleuchtung. Ich habe hier schon mal die Lampenfassung raus. Die Beleuchtung, das ist leider kein Kunststoff. Was heißt leider, eigentlich ist sehr gut. Dieses Teil ist aus Aluminium und vorne in dem Aluminium ist dieses Scheinwerferglas. Und das ist auch kein Glas, sondern ein Vollmaterial und wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder bohre ich durch dieses Metall hier durch und dann auch noch durch dieses Glas und habe dann in der Mitte eben, sehe ich den Kopf der Leuchtdiode. Was ich machen werde, ist, ich bohre durch. Ich habe ja schon mal angefangen, mit 3 mm in das Alu rein zu bohren. Und dann werde ich einfach diesen Bereich, der jetzt schwarz ist, mit einem chromfarbenen Stift, den gibt es von Molotow, zeige ich euch dann gleich, einfach chrom einfärben. Und in der Mitte wird man dann den Leuchtdiodenkopf sehen. Somit habe ich jetzt kein Scheinwerferglas, ist bei dem Auto auch leider keins dabei. Und wir behelfen uns so weiter. Im Heckbereich sieht es etwas besser aus auf den ersten Blick. Wir haben zwei Löcher, die sind aber größer als 3 mm. Ist aber kein Problem, wir können ja mit dem Heißkleber die Leuchtdioden hier einfach einkleben. Dahinter ist aber irgendwie so eine Art Folie und ich vermute jetzt mal, dass das Licht nicht durchkommt. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich habe das Licht ein bisschen dunkler gemacht, aber trotzdem sieht man eigentlich kaum, dass die Leuchtdiode durchschaut. Ich sehe jetzt, dass es hier oben leicht der Fall ist und im unteren Bereich ist es dann komplett schwarz. Heißt, wir müssen uns was einfallen lassen. Ich wollte jetzt hier hinten leicht aufbohren. Wenn man mit dem Bohrer hier reingeht, dann fliegt auf der anderen Seite gleich das komplette Kunststoffteil weg. Wir haben jetzt das Gehäuse hier schön liegen bzw. die Abdeckung und können jetzt von der Seite erstmal schön alles montieren. Das machen wir auch auf der anderen Seite und am Schluss kleben wir das wieder auf. Wir müssen nur darauf achten, dass die Leuchtdiode dann bündig ist. Wenn ich die zu weit reinschiebe, dann passt nachher das Abdeckglas nicht mehr drauf. Also dieses Chromklebeband hier hinten hat jetzt das Bohren nicht wirklich überlebt. Unser Auto sieht jetzt so aus. Damit bauen wir jetzt einfach weiter.
provisorisch hingehalten, sieht die Sache doch jetzt schon viel besser aus. Heißt, ich gehe jetzt so vor, ich klebe jetzt diese Gläser erstmal wieder ein. Dann habe ich nämlich einen Anschlag für meine Leuchtdiode und von der anderen Seite klebe ich mit Heißkleber die Leuchtdiode dann einfach ein. Wenn man mit dem Bohrer die Mitte trifft, dann sieht es richtig gut aus. Dann können wir nämlich das Gehäuse hier hinten gleich dazu verwenden, um die Leuchtdiode einzustecken. Wenn wir die Leuchtdiode jetzt bis zum Anschlag reinschieben, dann sitzt die ziemlich tief noch im Gehäuse. Wir können das Gehäuse jetzt hier unten einfach noch abschleifen, bis die Diode dann bündig ist mit der eigentlichen Platte. Jetzt schauen wir uns den Wunderstift an von Molotow Liquid Chrome. Findet ihr auch im Slotblock Shop. Das ist jetzt der mit 2 mm Dicke. Hier noch nichts eingefärbt, das ist schwarz. Und auf der anderen Seite, hier seht ihr schon den Chromeffekt. Der ist jetzt noch nass, trocknet gerade aus und dann habe ich einen richtig schönen Effekt. Mache ich ihn jetzt natürlich auch noch auf der anderen Seite und dann sind wir doch dem Ziel schon ziemlich nahe. Ich bin jetzt mit dem Stift auch noch über den Türgriff gegangen. Sieht auch ganz nett aus, der Effekt. Also man kann den Stift überall einsetzen, wo sich was spiegeln soll oder eben was verchromt werden muss. Schauen wir uns das Ergebnis an. Licht sieht eigentlich von vorne schon mal gut aus. Was jetzt nicht so schön ist, ist, dass es oben durch die Motorhaube praktisch durchscheint. Hier kann man noch abhelfen, indem man eine Folie drunter klebt, dass eben das nicht lichtdurchlässig ist. Und wir schauen auf die Rückseite, da wirkt es viel besser. Ist jetzt von meinem Studioscheinwerfer ein bisschen beleuchtet, deswegen sehen die unterschiedlich stark leuchtend aus, aber das sieht soweit richtig realistisch aus. Im Gegensatz zu vorne ist es auf jeden Fall hinten viel besser. Schauen wir uns die Beleuchtung im Inneren noch an. Hier vorne sieht man, dass in dem Bereich halt einfach zu hell ist vorne. Mit schwarzer Farbe kann man jetzt dafür sorgen, dass nach hinten kein Licht mehr rausgeht. Dann sollte der Effekt weg sein, also Farbe schwarz mit dem Pinsel einfach auftragen. Habe jetzt leider keine hier, kann es jetzt nicht mehr machen. Aber in anderen Videos habe ich ja gezeigt, das hat einen richtig guten Effekt, weil dann die Sache nach hinten raus einfach lichtdicht wird. Es ist soweit. Wir testen unseren Zwerg, stellen ihn auf die Bahn. Lampen gehen schon mal an. Jetzt ist die Frage, funktionieren auch alle Digitalfunktionen im Betrieb? Wir fahren jetzt erstmal los und versuchen erstmal, ja, kommen wir überhaupt los? Das ist schon mal gegeben. Also das Auto fährt. Dazu zu sagen, das Auto ist ja wirklich out of the box. Ich habe nur den Decoder eingebaut, die Beleuchtung natürlich, aber ich habe am Fahrwerk nichts gemacht. Also ich habe das Getriebespiel nicht korrigiert. Ich habe am Schleifer nichts verbogen. Es ist alles so im Originalzustand. Lightkill auch im Original und da müssen wir schauen, ob die Weichen sauber geschalten und vor allem zurückgeschalten werden. Also aber als nächste Amtshandlung, die wir haben als offizielle Slotblock-Prüfer, geht die Rundenerfassung. Wir fahren drüber, Signal ertönt, Runde ist erfasst, ich sehe es hier in meinem kleinen Rundenzähler und ich würde sagen, die Weiche lassen wir jetzt mal aus, da fehlt uns vielleicht der Schwung. Wir fahren hier auf die Doppelkreuzung und gehen in die Innenspur. Hat auch funktioniert, Weiche passt. Jetzt drehen wir einfach mal ein paar Runden, schalten immer wieder die Weichen, hören drauf, ob das Signal zuverlässig kommt bei Start-Ziel. Und es sieht alles gut aus, würde ich sagen. So können wir den Zwerg lassen. Macht natürlich jetzt wenig Spaß auf dem Oval. Man bräuchte jetzt eine richtig gute, große Bahn, um den Zwerg mal so richtig auf Vollgas zu kriegen. Aber wir belassen es jetzt dabei. Zu Beginn des Videos hatte ich noch was erwähnt, und zwar diesen Streifen mit den Trimgewichten, die ich ins Auto platzieren wollte. Von dem Plan komme ich jetzt ab, weil ich bin jetzt gerade im Vorfeld auch schon ein paar Runden gefahren, habe mal versucht, die minimale Zeit zu fahren und es ist extrem riskant, weil ich bin hier auf einem ziemlich hohen Tisch. Ihr seht, der ist hier in Thekenhöhe und wenn ich hier abfalle, geht es erstmal tief runter. Das heißt, ich müsste irgendwas bauen, damit mir das Auto nicht vom Tisch fällt. Aber noch besser, wir gehen einfach auf eine andere Bahn. Machen wir in einem Folgevideo und ihr wisst Bescheid, Kanal abonnieren, dann könnt ihr das Video nicht verpassen. Ich wünsche euch bis dahin ganz viel Spaß beim Slotracing. Bis bald, euer Roland von slotblock.de. Tschüss.